Die Regierung hat den Gesetzesentwurf zur Impfpflicht vorgestellt und es gibt jetzt einen Open-Source-Impfstoff ohne Patent. Das sind einige der Themen bei den Krone-News, heute am Montag, dem 17. Jänner. Guten Abend. Wir starten wieder einmal mit den Corona-Zahlen. Es ist ein neuer Montagsrekord. In den letzten 24 Stunden wurden mehr als 15.700 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das ist der höchste Montagswert seit Beginn der Pandemie. Vor einer Woche waren es noch weniger als 11.000. Damit liegt Österreich bei einer 7-Tage-Inzidenz von rund 1.250. Die Situation an den Krankenhäusern hingegen ist stabil. 934 Menschen sind hospitalisiert, davon brauchen 212 ein Intensivbett. Rund 75% der Menschen in Österreich sind erstgeimpft und rund 72% haben ein aktives Impfzertifikat. Weil also die Zahlen zwar hoch, die Lage an den Krankenhäusern dank der Impfung und dank etwas milderer Omikron-Verläufe halbwegs stabil ist, wird die Kritik an der geplanten Impfpflicht immer lauter. Die Bundesregierung hält aber daran fest und hat den überarbeiteten Gesetzesentwurf gestern am Sonntag in einer ziemlich abgeschwächten Version aber dennoch vorgestellt. Die Bundesregierung hat am Sonntag den fertigen Gesetzesentwurf der geplanten allgemeinen Corona-Impfpflicht präsentiert. Sie tritt Anfang Februar in Kraft und gilt für Personen ab 18 Jahren. Das betrifft 7,4 Millionen erwachsene Menschen in Österreich. 5,8 Millionen davon seien bereits geimpft, so die Regierung. Wenn es um die Sicherheit der Gemeinschaft geht, wenn es darum geht, dass Gemeinschaft frei leben kann und soll, dann ist die Politik in der Verantwortung. Und deswegen haben wir es uns in der Regierung nicht einfach gemacht und haben eine Maßnahme ins Auge gefasst, die keine war, die wir von Anfang an in irgendeiner Form wollten. Wovon spreche ich? Von der Impfpflicht. Aber wir haben gesehen, dass noch immer zu viele nicht geimpft sind, sodass wir unsere Freiheit gesamt miteinander leben und verbringen können. Daher stehe ich zu meinem Wort als Bundeskanzler, wir als Bundesregierung, dass wir alles unternehmen werden, um diese Pandemie zu bekämpfen. Omikron wird uns zwar vermutlich einen hohen Grad an einer Immunisierung bringen, aber ohne verpflichtende Impfung werden wir immer hinterherhinken. Denn Omikron, und davon gehen die meisten Experten aus, wird nicht die letzte Variante sein. Fachexpertinnen und Fachexperten warnen bereits jetzt auch vor neuen Varianten. Und wir wissen nicht, wie lange ein Immunschutz hält nach einer Omikron-Variante. Mit dieser Impfpflicht wird es uns gelingen, diese wichtigen zusätzlichen Prozente der Durchimpfungsrate zu erreichen. Wir wollen hier alle mit an Bord nehmen. Wir wollen neue und klare Perspektiven im Umgang mit der Pandemie schaffen. Ein Weg zurück zu der Normalität, die wir uns alle so sehnsüchtig wünschen. Und genau deshalb brauchen wir dieses Gesetz und genau deshalb stehen wir heute vor Ihnen. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen. Wir schaffen das. Die Impfpflicht wird in drei Phasen eingeführt. Nach einer Eingangsphase wird es ab Mitte März Kontrollen und Anzeigen geben. Die zweite Phase ist, dass, wenn wir sehen, dass der Impffortschritt noch immer nicht ausreichend ist, es ein Erinnerungsschreiben geben wird, ein Informationsschreiben an diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Und in der dritten Phase, wenn all das nichts nützt, gibt es dann das Schreiben mit dem Impftermin, bei Nichteinhaltung auch die Strafverfügung. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Schwangere oder auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für Genesene gilt die Impfpflicht ab 6 Monaten nach der Erkrankung. Das möchte ich jetzt auch aus verfassungsrechtlicher Sicht begründen. Denn die Frage wurde natürlich immer wieder gestellt, kann denn so eine Impfpflicht verfassungskonform sein? Und die Antwort lautet, ja, sie kann verfassungskonform sein. Es ist keine Frage, dass diese Impfpflicht ein Eingriff in die Grundrechte ist. Hier spricht vor allem Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention eine klare Sprache. Aber dieser Eingriff in das Privat- und Familienleben
ist gerechtfertigt, wenn man ein legitimes Ziel in einer demokratischen Gesellschaft verfolgt. Und das ist einmal der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der Gesundheitssysteme. Also das Ziel ist der erste Punkt, der erfüllt sein muss und der berechtigt sein muss. Zum Zweiten braucht es ein effektives Mittel. Und wir haben es gehört, die Impfung wirkt. Sie schützt vor schweren Verläufen, sie schützt vor der intensivmedizinischen Behandlung, sie schützt uns als Gesellschaft. Das ist selbstverständlich etwas, was wir auch laufend immer wieder evaluieren und mit den Experten besprechen müssen. Und drittens, die Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein. So gesehen kann die Impfpflicht auch eines Tages wieder außer Kraft gesetzt werden. Im Moment wissen wir, dass die Impfung das effizienteste Mittel im Kampf gegen die Pandemie ist. Die SPÖ und die NEOS ziehen trotz teils kritischer Beobachtungen bei der Impfpflicht mit. In Totalopposition ist hingegen die FPÖ. Auch in abgeschwächter Form sei eine Impfpflicht inakzeptabel, so die Position der Freiheitlichen. Die FPÖ hat sich am Montag im Vorfeld der Sitzung des Gesundheitsausschusses im Nationalrat erneut gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Aus unserer Sicht sind viel zu viele Fragen offen und unbeantwortet, als dass dieses Impfpflichtgesetz in Kraft treten könnte. Es stellt sich die Frage, warum denn diese 90-prozentige Durchimpfungsrate, die die Bundesregierung in den Erläuterungen mit diesem Gesetz anstrebt, überhaupt irgendeinen relevanten Schwellenwert darstellen, warum danach auf einmal alles besser ist und davor eine Impfpflicht unausweichlich ist. Denn wie weit können die vorhandenen Impfstoffe denn tatsächlich eine Ausbreitung verhindern? Ich denke, da hat man aus den internationalen Studien, die vorliegen, schon gesehen, dass die Impfquote mit der epidemiologischen Situation gar nicht korrelieren. Die Impfpflicht als einzig geeignetes Mittel zu bezeichnen, sei nicht gerechtfertigt, so die FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst. Es ist nicht gerechtfertigt, schon lange nicht mehr hier von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Und mir ist es unerklärlich, wie ein Gesundheitsminister oder auch eine Regierung es politisch überleben kann, wenn man seit 2 Jahren keine Maßnahmen setzt, um das Gesundheitssystem zu schützen. Hier wäre der Schutz angebracht, das auszubauen oder zumindest den Stand einmal von 2019 aufrechtzuerhalten. Die Bürger vor die Wahl zwischen Lockdown und Kontaktbeschränkungen einerseits oder eine allgemeine Impfpflicht andererseits zu stellen, sei eine unseriöse Fragestellung. Es ist nun einmal so vorgesehen, dass Grundrechte als Schutz vor einem übergriffigen Staat eingerichtet wurden. Und der Staat ist derzeit übergriffig und es ist kein Luxus oder kein Egoismus, sich auf die Grundrechte zu berufen. Ich glaube, wir alle wissen, was es für Kollateralschäden schon gibt jetzt in den letzten 2 Jahren und die jetzt durch diese Einführung der Impfpflicht noch einmal fortgesetzt werden, noch einmal aufgebauscht werden. Es kann nicht der gesellschaftlichen Gesundheit dienen, Hunderttausende Menschen schwerstens unter Druck zu setzen. Der unter anderem von der FPÖ angeführte Protest habe aber auch Wirkung gezeigt. So habe die Regierung ihr Vorhaben in einigen Punkten abgeschwächt. Und auch dieses Wochenende waren viele Menschen, die gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind, wieder auf den Straßen. Auch diesmal wieder unter Beteiligung der FPÖ. Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Samstag in Wien neuerlich für Proteste gesorgt. Wie bereits vergangene Woche waren auch diesmal mehrere Kundgebungen, so wie hier auf dem Heldenplatz, und ein Marsch am Ring für Nachmittag angemeldet. Die FPÖ hat sich auch diesmal wieder aktiv an der Demonstration beteiligt. Kritik an deren Beteiligung kam von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner. Es entspreche nicht der demokratischen Tradition, wenn im Parlament vertretene Parteien bewusst die Diskussion auf die Straße verlegten und tausende Polizistinnen und Polizisten in gefährliche Situationen brächten. Nach eigenen Angaben ist die Exekutive mit über 1000 Beamten im Einsatz, diesmal um in der steigenden Omikron-Welle vor allem auch die Maskenpflicht zu kontrollieren. Während wir in Österreich diskutieren, ob wir uns impfen lassen möchten oder nicht, wünschen sich viele Menschen in vielen Ländern auf der Welt sehnlich eine Chance auf die Immunisierung. Aber nicht überall ist das so einfach wie hier, nicht überall steht der Impfstoff an jeder Ecke zur Verfügung. Das soll sich jetzt ändern. Forscherinnen und Forscher in den USA haben einen Open-Source-Impfstoff entwickelt. Einen patentfreien, sicheren Impfstoff, der einfach zu kühlen ist und der auch in größeren Mengen produziert werden kann.
Damit könnte Korbwax, so heißt der Impfstoff, das Problem lösen, dass Impfstoff gegen das Coronavirus derzeit auf der Welt noch sehr ungleich verteilt ist. Korbwax ist proteinbasiert und wird rund $3 pro Dosis kosten. 150 Millionen Dosen wurden bereits produziert. Wissenschaftler kritisieren aber, dass die Hersteller die Daten zur Wirksamkeit bisher nicht veröffentlicht haben. Die Entwicklung des Open-Source-Impfstoffes wurde durch private Gelder finanziert. Für eine öffentliche Finanzierung hat der politische Wille gefehlt, so die Hersteller. Mit der Omikron-Wand macht sich bei manchen auch ein gewagter Optimismus breit. Vielleicht kommt jetzt die Durchseuchung, vielleicht ist danach Schluss. Bis dahin haben wir aber noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Auch wenn die Krankenhauszahlen niedriger bleiben, drohen Probleme bei der Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Der Omikron-Zug rauscht derzeit durch das Land. Während die einen die Virusvariante aufgrund der hohen Infektiosität und drohenden Überlastung des Gesundheitssystems als Fahrt ins Ungewisse sehen, bezeichnen die anderen es als unser Exit-Ticket aus der Pandemie. Klar ist, bis es soweit ist, gilt es noch einige Berge zu überwinden, etwa in Salzburg. Herausforderung 1 ist, unser Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, das Krankenhausangebot aufrechtzuerhalten. Herausforderung 2 ist, unter dieser Voraussetzung einen Lockdown zu vermeiden. Und Voraussetzung 3 ist, die Arbeitsfähigkeit unseres Landes zu gewährleisten. Insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur. Salzburg kündigt nun an, statt auf PCR-Tests wieder vermehrt auf die deutlich schneller auswertbaren Antigentests setzen zu wollen. Anders als in Salzburg werden in Wien jetzt die PCR-Testkapazitäten sogar noch weiter aufgestockt. 800.000 pro Tag sollen schon bald möglich sein. Denn auch hier ist der Omikron-Zug längst angekommen. Sorge um die kritische Infrastruktur inklusive. Weil wenn eine Ärztin zum Beispiel ein Kind hat, wo es im Kindergarten einen Einzelfall gab und dann nach Hause geschickt wird, dann ist es schwierig, weil diese Ärztin dann oder dieser Arzt auch im Krankenhaus möglicherweise fehlt. Und darum braucht es hier durch Omikron neue Regelungen. Etwa Kindergruppenschließungen erst im Falle eines Clusters, wie der Wiener Bildungsstadtrat der NEOS fordert. Aber auch im Süden des Landes, genauer in Kärnten, sorgt Omikron derzeit für Probleme. Die Vorbereitungen, was diese kritische Infrastruktur betrifft, laufen. Und sonst, ja, es war heute für den heutigen Vormittag vom Landeshauptmann eine Pressekonferenz zum Thema Teststrategie in Kärnten geplant. Die wurde kurzfristig abgesagt. Jetzt könnte man bisschen zynisch sagen, weil es keine Teststrategie gibt. Es läuft nicht alles rund, auch im Bundesland Kärnten, muss man sagen. Zurück in Salzburg, dem Bundesland mit den höchsten Inzidenzen derzeit. Hier kann man der aktuellen Lage aber auch etwas Positives abgewinnen. Je steiler und schneller der Anstieg, umso schneller ist auch der Abstieg bei dieser fünften Welle zu erwarten. Und damit die Hoffnung auf eine Ankunft in einer endemischen Situation. Damit könnte die Omikron-Variante tatsächlich unser Exit-Ticket aus der Pandemie sein. Offen ist nur, wie hoch die tatsächlichen Kosten dafür ausfallen. Wenn es in Österreich nicht gerade um die Corona-Politik geht, dann geht es um Chats aus der Volkspartei. Das Muster kennen wir aus 2021. Und es setzt sich offenbar fort. Das von Peter Pilz gegründete Medium Zack Zack hat jetzt angekündigt, dass es über Chats aus dem Handy von Michael Kleubmüller, ehemals Spitzenbeamter im Innenministerium, verfügt. Zack Zack und die Oppositionsparteien erhoffen sich, in den mehreren tausend Nachrichten brisantes Material für den ÖVP-Untersuchungsausschuss zu finden. In den nächsten Wochen sollen Veröffentlichungen folgen. Wir blicken ins Ausland. Eine Woche lang haben die Gespräche zwischen Russland und den USA angedauert. Herausgekommen ist dabei nichts. Russland zeigt keine Einsicht und provoziert weiter. Die Fronten bleiben verhärtet. Drohgebärden und Kampfrhetorik. So sieht derzeit die russische Außenpolitik aus. Klärenden Gesprächen vergangene Woche zwischen Vertretern Russlands und der USA wurden von Beginn an wenig Chancen eingeräumt. Nun sind sie gescheitert. Russland hat den Dialog in Genf, Brüssel und Wien abgebrochen. Während die USA fordern, dass die Russen das Grenzgebiet zur Ukraine räumen, verlangt Russlands Präsident Wladimir Putin, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden darf und sich das Militärbündnis nicht nach Osten ausweiten soll. Das betreffe auch Finnland und Schweden. Derweil spitzt sich die Lage an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland zu.
Neben rund 100.000 Soldaten hat Putin schweres Gerät in die Region gebracht. Flugzeuge, Panzer und Hubschrauber wurden im Grenzgebiet in Stellung gebracht. Man spricht weiterhin von Übungen. Ein russischer Angriffsplan wäre aber nicht nur auf Manöver in der realen Welt ausgerichtet. Erst vergangenen Freitag gab es im virtuellen Raum Cyberangriffe auf die Websites von 70 ukrainischen Ministerien. Die Ukraine spricht von Hinweisen, dass Russland und sein engster Verbündeter in der Region Belarus für die Angriffe verantwortlich sind. Der Kreml dementiert dies. US-Geheimdienste berichten indes, Russland plane eine False Flag Operation. Dabei handelt es sich um einen Angriff unter vorgetäuschter Identität, der einen Gegenangriff legitimieren soll. In fact, we have information that they've prepositioned a group of operatives. Unsere Informationen weisen darauf hin, dass Russland eine Gruppe von Agenten vorbereitet hat, um das durchzuführen, was wir eine Operation unter falscher Flagge nennen. Eine Operation, die aussehen soll wie ein Angriff auf sie oder ihre Leute, russischsprachige Leute in der Ukraine, um dies wiederum als Vorwand zu nutzen, in die Ukraine einzudringen. Wir haben auch Hinweise darauf, dass russische Akteure bereits beginnen, ukrainische Provokationen zu fabrizieren. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist indessen unterwegs nach Moskau. Ihr Antrittsbesuch wird von der Ukraine-Krise überschattet, denn eine Invasion in der Ukraine würde auch die EU in Bedrängnis bringen. Abgesehen von Russlands wachsendem Einfluss steht die Gaspipeline Nord Stream 2 auf dem Spiel. Wir haben mehrfach kommuniziert, dass Deutschland und die USA sehr eng miteinander verbunden sind und zu vielen Themen im vertrauensvollen Austausch miteinander stehen. Mit der gemeinsamen Erklärung, dem Joint Statement vom 21. Juli, haben die USA und Deutschland ja ihre gemeinsamen Ziele und Überzeugungen zu Fragen der Unterstützung der Ukraine und der europäischen Energiesicherheit festgehalten, unter anderem natürlich auch in Bezug auf Nord Stream 2. Wir stimmen uns auch weiterhin mit der US-Administration bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung eng ab und stehen auf verschiedenen Ebenen in konstruktivem Austausch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht im Gespräch mit den EU-Mitgliedsländern, um über etwaige Sanktionen gegen Russland zu entscheiden. Die USA pochen auf eine gemeinsame Vorgangsweise. Im Säbelrasseln der Großmächte deutet Russland zwischen den Zeilen sogar an, Atomwaffen ins Spiel zu bringen. Eine Situation ähnlich jener der Kuba-Krise 1962 wird befürchtet. Und im Königreich Tonga ist ein Unterseevulkan ausgebrochen und hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt. Der Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga schneidet das kleine Königreich Tonga im Pazifik vollständig von der Außenwelt ab. Über dem aus 172 Inseln bestehenden Südseestaat liegt eine Aschewolke. Über Tote, Verletzte und das Ausmaß der Zerstörung ist bisher wenig bekannt. Die Länder in der Region, allen voran Australien und Neuseeland, sichern Unterstützung zu. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern entsendet ein Flugzeug der Royal Air Force mit Versorgungsgütern in die Region. Ein US-Wettersatellit liefert Bilder der Unterwassereruption, die einen verheerenden Tsunami auslösen kann. Da zum Zeitpunkt des Ausbruchs das Ausmaß des Tsunamis noch nicht bekannt ist, wird in zahlreichen Küstengebieten eine Tsunami-Warnung ausgesprochen. In Chile evakuieren Küstenschutz und Polizei Menschen und Restaurants in Meeresnähe. In Ecuador sitzen Touristen zwischenzeitlich auf der Insel Santa Cruz fest. Im Moment kann kein Schiff auslaufen, weil wir einen Tsunami-Alarm haben. Wir können also keine Tickets nach Isabela oder San Cristobal verkaufen. Einige Schiffe fahren später ab. Wir werden dann prüfen, was passieren könnte. Aber jetzt können wir nicht abfahren. Auch in Japan und an der US-Westküste wurden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen unternommen. Die Lage hat sich zum Glück beruhigt, die schlimmen Befürchtungen sind nicht eingetreten. Der Tsunami, der bei der Unterwassereruption des Hunga Tonga entstanden ist, wurde nicht höher als einen halben Meter. Was der Vulkanausbruch in der unmittelbar betroffenen Region ansonsten verursacht hat, bleibt vorerst unklar. Und damit zurück nach Österreich. Es war eine Forderung des Klimavolksbegehrens, jetzt wird sie umgesetzt. Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger ist am Samstag erstmals zusammengetroffen.
Bis Sommer sollen 6 Sitzungen stattfinden. Andere Länder haben mit diesem Modell gute Erfahrungen gemacht. In einem Wiener Hotel hat am Samstag der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger begonnen. Er wurde als Reaktion auf das Klimavolksbegehren initiiert. 100 per Zufallsprinzip ausgewählte Menschen treffen sich dabei an 6 Wochenenden abwechselnd in Wien und Salzburg. Zum Auftakt richtete Bundespräsident Alexander Van der Bellen Begrüßungsworte an die anwesenden Ratsmitglieder. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Das ist ein Experiment für Österreich. In diesem organisierten, durchstrukturierten Rahmen hat es das meines Wissens in Österreich noch nie gegeben. In anderen Ländern schon, aber in Österreich nicht. Und Sie werden sich einem, man kann eigentlich nur irgendein Superlativ verwenden, das sagt bescheiden, einem sehr, sehr wichtigen Thema widmen, einem zentralen Thema der nächsten Jahrzehnte, Veränderung des Klimas. Okay, uns beschäftigt täglich Corona und seine Mutanten, aber deswegen verschwindet die Klimakrise ja nicht. Sie schläft nicht und wir dürfen das auch nicht tun, wir dürfen unsere Chancen nicht verschlafen, dem noch einigermaßen zu begegnen. Dieser Erderhitzung, aber es geht nicht nur um die Erhitzung, sondern wissen Sie eh, um die Veränderung des Klimas schlechthin, dem entgegenzuwirken, konkrete Maßnahmen zu setzen, nicht für mich. Ich werde das Ärgste nicht mehr erleben, aber für unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Der Klimarat, dieses bunt zusammengewürfelte Mini-Österreich, wird in den nächsten Wochen umweltpolitische Zukunftsfragen besprechen und Empfehlungen an die Politik abgeben. Dabei soll es um Ernährung, Landwirtschaft, Energie, Produktion, Konsum, Wohnen, Mobilität und soziale Gerechtigkeit gehen. Unterstützung bekommen die Teilnehmer von Wissenschaftlern, Sozialpartnern, Umweltexperten und Moderatoren. Sie alle haben verschiedene Interessen, verschiedene Lebenserfahrungen, ganz unterschiedliche Hintergründe, aber sie haben eines gemeinsam. Gemeinsam spiegeln sie Österreich wieder in all seiner wunderbaren Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Und sie alle, sie sind nun Teil des Klimarats und damit Teil von etwas Großen. Denn sie werden in den nächsten Wochen, Monaten, an 6 Wochenenden Klimapolitik ganz aktiv auch mitgestalten. Sie werden ihre Standpunkte einbringen, ihre Meinungen einbringen und ich weiß, in diesem Raum gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, ganz unterschiedliche Standpunkte, durchaus auch kontroversielle Standpunkte. Sie alle werden jetzt an 6 Wochenenden Ideen sammeln, Empfehlungen entwickeln und diese dann wieder zurück an die Politik übergeben. Und dann sind wieder Bundesregierung und Parlament am Zug. Wir werden die Vorschläge und die Ideen ganz genau analysieren. Wir werden sie ernst nehmen. Und ich kann Ihnen versprechen, ich werde mir jede einzelne Empfehlung genau anschauen, mich mit jeder einzelnen Empfehlung auseinandersetzen und gemeinsam überlegen, was braucht sie, um dann auch wirksam zu werden. Damit wir Stück für Stück unser Klimaschützen Schritt für Schritt die große Aufgabe angehen und Österreich wirklich wieder klimagesund machen. Der Klimarat hat im Parlament die Zustimmung von allen Nationalratsfraktionen außer der FPÖ erhalten. Die Ergebnisse will man zur Jahresmitte der Bundesregierung übergeben. Ja, und damit kommen wir zum Wetter. Bis Mitternacht ist im Osten Vorsicht geboten. Da kann es richtig stürmisch werden. Im Westen kann es regnen oder schneien. Morgen am Dienstag wird es großteils sonnig, nur von Salzburg bis ins Mostviertel wird es bewölkt mit Regenschauern. Im Nordosten bleibt es weiterhin windig und die Temperaturen schaffen es auf 0 bis milde 8 Grad. Am Mittwoch ist uns dann ein strahlend sonniger Tag vergönnt, nur im Norden und im Osten hält sich ein wenig Nebel und auch da wird es aber nicht allzu kalt bei 0 bis 8 Grad. Das waren die News-Themen heute und damit übergebe ich an die Kollegen vom Sport, wo sich derzeit einiges tut. Ich sage danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Salzburg hat den nächsten Matchball in der Champions League. Manchester United ist auf Trainersuche und Lara Gut-Bechram ist Impfträger. Das sind Ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio.
Und wir starten in der Königsklasse des Fußballs, denn in der Champions League heißt es vor allem heute Daumen drücken. Der FC Salzburg könnte nämlich mit der vorzeitigen Qualifikation für das Achtelfinale Geschichte schreiben. Ende September konnten die Bullen bereits das Hinspiel zu Hause gegen Lille mit 2:1 gewinnen. Trainer Matthias Jeißle weiß aber, dass der Gegner schwer einzuschätzen ist. In der Liga haben sie jetzt immer wieder auch mal Phasen gehabt, wo sie nicht ganz so überzeugt haben. Aber man hat speziell jetzt auf internationalem Niveau gesehen, dass sie einfach das Zeug haben, ganz oben mitzuspielen. Und demzufolge sind wir gut vorbereitet. Ich glaube, nicht nur das Umschaltspiel zeichnet Lille aus, sondern sie haben auch mit Ball richtig gute Prinzipien, die man so sehen kann. Bestückt sind die Franzosen auch mit Weltklasse-Spielern wie dem türkischen Nationalspieler Burak Yilmaz oder auch dem portugiesischen Europameister von 2016 Renato Sanches. Die Generalprobe ist bei beiden Teams nicht nach Wunsch verlaufen. Lille kommt auswärts in Monaco nicht über ein 2:2 Remis hinaus, aber auch die Mozartstädter müssen sich mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Im Parallelspiel empfängt der FC Sevilla den VfL Wolfsburg. Am vorletzten Spieltag haben übrigens alle Teams noch die Chance aufzusteigen. Im Krone.at Live-Ticker können Sie das Geschehen heute Abend mitverfolgen. Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer als Coach von Manchester United brodelt die Gerüchteküche, wer sein Nachfolger werden wird. Bei den Red Devils hätte man gerne den mehrfachen Champions-League-Sieger Zinedine Zidane als Übungsleiter. Der Franzose zeigt aktuell aber wenig Interesse am Job. Viel wahrscheinlicher ist es aktuell, dass Maurizio Pochettino vom Prinzenpark ins Old Trafford wechselt. In der Stadt der Liebe scheint der Argentinier nicht zufrieden zu sein und er hätte als Trainer und Manager mehr Spielraum in Manchester. Neben diesen beiden Kandidaten kursieren auch die Namen von Leicester-Trainer Brendan Rodgers und Ajax-Übungsleiter Erik ten Hag. Bei Rodgers wurde laut der Sun auch schon nachgefragt. Manchester soll bereit sein, rund 9,5 Millionen Euro zu zahlen. Problem, der Nordire war einige Jahre beim Erzrivalen aus Liverpool unter Vertrag. Der Niederländer Ten Hag soll bei den Fans hoch im Kurs stehen. Er selbst will nichts von einem möglichen Engagement im Norden Englands gehört haben. Vom Fußball zum Basketball. In der NBA haben die San Antonio Spurs und Jakob Poeltl weiterhin wenig zu lachen. Trotz einer engagierten Leistung können die Texaner nicht den Erfolgslauf der Phoenix Suns stoppen. Die Gäste aus Arizona feiern mit 115:111 den 13. Saisonsieg in Serie. Für die Hausherren war es hingegen die 5. Pleite in Folge. Jakob Poeltl selbst hat sein 2. Spiel nach der Entlassung aus dem Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga bestritten. Hauch dünn schrammt er mit 15 Punkten und 9 Rebounds am Double-Double vorbei. Immerhin kommt er aber zu mehr als 31 Minuten Spielzeit und übertrifft die Marke von 1.500 erzielten Punkten und hält jetzt insgesamt bei 1.502. Nach 16 Saisonspielen haben die Spurs nur 4 Siege auf dem Konto. Allerdings warten 3 weitere Heimspiele. Am Mittwoch geht es gegen die Atlanta Hawks, freitags gastieren die Boston Celtics und am kommenden Montag bekommen es die Texaner mit den Washington Wizards zu tun. Abschließend kommen wir noch zum alpinen Skisport, denn am kommenden Wochenende starten die ersten Überseewettbewerbe. Die Herren machen zunächst in Lake Louis, die Frauen in Killington Halt. Und bei den Damen, da sorgt dabei eine Topathletin für Aufsehen, Lara Gut-Bechrami. Sie soll nämlich einen Impftrick angewandt haben, um an den Rennen in Amerika teilzunehmen. Erst Mitte Oktober hat die Schweizerin den ersten Stich erhalten und eigentlich wäre auch das erste Jaukerl zu spät verabreicht worden, wenn sie die Wartezeit zur zweiten Impfung nicht von 4 auf 2 Wochen verkürzt hätte. Denn in den Vereinigten Staaten darf man nur einreisen, wenn der Zweitstich mindestens 2 Wochen zurückliegt. Gut selbst oder der Verband haben sich bis dato noch nicht geäußert. Am Samstag wissen wir dann, ob sie beim Riesentorlauf an den Start gehen wird. Weitere Infos zum bevorstehenden Skiwochenende erhalten Sie am Donnerstag ab 19.40 Uhr in Steilhang. Das Skimagazin mit meiner Kollegin Michaela Mayer. Das waren auch schon wieder die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ab 21 Uhr sind Sie, wie gesagt, im Krone.at Live-Ticker mit dabei, wenn die Salzburger hoffentlich Geschichte schreiben in der Königsklasse. Bis morgen. Boom. Boom, 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 boom.